in Wetten, dass. Live aus Dornbirn in Vorarlberg, Joe Cocker. Dieter Bohlen und Nadja Abdel-Farag. Vitali und Wladimir Klitschko. Die derzeit an seiner Seite steht Nadja Abdel-Farag. Hier sind Dieter Bohlen und Nadel. Ich traue mich gar nicht anzufassen. Darf ich mal? Ja, darfst du, klar. Dieter. Grüß dich. Herzlich willkommen und Servus. Dich wieder zu sehen. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Muss allerdings sagen, ist das mit Oma oder? Bisschen ungewöhnlich, ne? Bisschen ungewöhnlich. Aber ich sag ja immer eins. Alles da, wo es hingehört. Und ich habe wirklich eine Überraschung. Hallo. Oh. Dann werden wir das. Das brauchen wir nicht mehr. Dankeschön. Komm mit. Oh, elegant. Bitte. Also, sie enttäuscht mich nicht. Die beiden haben schon Platz gemacht in der Mitte. Dieter, greif ein. Guten Tag. Ich glaube, wir haben auch gerade die neuen Modern Talking gehört, hatte ich so das Gefühl. Also kriegen wir eine schwere Konkurrenz. Na gut, du musst dann sehen. Lass mir Nadel. Okay, bitte schön. Ich komme an deine Seite. Du siehst ein. So, bitteschön. Ah, schön, dass ihr da seid. Ich guck mal, was ich mir ein bisschen überlegt habe, damit ich hier intellektuell nicht scheitere. Da bin ich ja mal gespannt. Na, du weißt. Ich meine, das ist für den Moderator natürlich mit zwei entspannten Sportlern. Da kann man sich auf die Fragen konzentrieren. Hier ist es natürlich schon schwieriger, gebt ihr zu. Aber im täglichen Leben lenkt sowas nicht mehr ab, oder? Ich sehe das ja fast jeden Tag und ich freue mich immer wieder, wenn ich aufwache und sowas Hübsches neben mir liegen habe. Ne? Gell? Das ist doch ein Kompliment, aus oder? Aus den Kissen in die Kissen. Wunderbar. Mein Lieber, das ist Dieter, nach einer schwierigen Phase sehen wir dich. Denn wenn ich das lese, was in der Zeitung steht, hast du hinter dir einen Hundebiss. Ja. Dir geht's wieder gut, der Hund ist tot. Aber bakterielle Hornhautentzündung, Thrombose im rechten Bein, da war einiges geboten. Versagt Schwester Nadel? Nein, das nicht, aber es ist natürlich klar. Ich meine, wir waren auf der ganzen Welt, wir sind im Modern Talking überall gewesen. Wir waren hier bei Ihnen, durften im Kreml auftreten als erste Band überhaupt. Also war fast die ganze Politmannschaft da anwesend. Wir waren überall. Der Jelzin, der ist immer krank. Der ist immer krank, ja. Warum auch immer, weiß man nicht so genau. Ne? Ja. Und ich meine, klar, da bleiben so gewisse Sachen, nicht aus, wenn man ewig im Flieger sitzt und so weiter. Aber jetzt bist du fit, hast auch ein bisschen Ruhepause bis zum nächsten Album. Genau. Ja, wir kommen wieder im Februar, März. Februar geht's los. Ja. Inzwischen sorgt Nadel für die Schlagzeilen. Bei euch ist das ja gut verteilt. Ja, ist doch auch richtig so, oder? Ja. Aber ist wieder Friede im Hause Schröder jetzt? Ja, da bin ich auch ganz froh. Es war so 2-3 Wochen, war so ein bisschen arg, einfach ein bisschen zu viel. Aber jetzt, seit 2 Wochen, ist wieder Ruhe eingekehrt. Ich bin auch ganz glücklich drüber. Hat Frau Doris mal geantwortet auf den Brief, oder? Nein, hat sie nicht. Leider nicht. Aber kann jederzeit... Vielleicht kommt es noch. Man weiß es ja nie, ne? So, lest ihr denn auch gemeinsam Veronas geheimes Tagebuch? Es ist ja nicht mehr so geheim jetzt, was in der Zeitung steht, aber ich lese jeden Tag. Ja, ich meine, klar, also ich wundere mich nur, also ich hatte jetzt auch gehört, sie hat ja erst eigentlich in ihrem Tagebuch geschrieben, sie hat, glaube ich, jede Nacht 28 Stunden mit mir im Auto gesessen. Und dann hat die Bild-Zeitung aber zu ihr gesagt, also mit 28 Stunden am Tag, das geht irgendwie nicht. Und deshalb haben sie das jetzt reduziert auf 18 Stunden. Also habe quasi mein ganzes Leben im Auto mit ihr verbracht, aber was soll's. Wird da ein bisschen, mit dem IKEA-Gutschein heute war ja spannend. Das ist doch alles Quatsch. Also weder, dass ich von Dieter eine IKEA-Karte bekommen habe, noch irgendwie, also es ist vollkommener Quatsch. Da kamen 6 Jungs, haben eine Küche in 4 Minuten aufgehängt. Wo ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber nun gut, stand in der Zeitung. Verona, wir sind irgendwie, wir drei, wir sind eine Familie. Wir haben auch schon überlegt, ob wir sie jetzt adoptieren, weil irgendwie, das ja mit der Ehe, es hat nicht geklappt, aber so als Stiefkind oder so. Nehmt mich mit dazu, dann machen wir ABBA Revival Band und dann vielleicht wird was aus uns. Nadel, ja? Bisschen was zu deiner Karriere. Ja. Du machst Fernsehen. Momentan mache ich ja Piep. Piep auch, richtig? Ja, es, genau. Es war gut, da wollte ich anfangen, aber Piep ist, was ist so das Wichtigere für dich im Moment? Beides. Ja. Eindeutig beides. Also ich mache Piep schon seit Anfang September. Barracuda mache ich schon ab 1. Juli. Mhm. Die haben gerade 2 Folgen hinter uns gebracht. Und jetzt folgen noch 2 Folgen. Die gehen bis Ende Dezember. Also es werden 4 Folgen, 90 Minuten auf RTL. Ab März ist es zu sehen und ich spiele eine Polizistin. Was ganz anderes.
Was ganz anderes. Was ganz anderes. Aber es bringt mir wahnsinnig, also vor allem, also riesigen Spaß und habe viel Freude und ich hoffe... Die Zuschauer auch und so soll es bleiben. Die Zuschauer auch. Jetzt haben die Zuschauer Spaß an Olli. Wir schalten nämlich zu unserer Außenwette, die ich euch gleich vortragen werde. Olli hat da Gewaltiges geplant. Bitte, Captain Olli, wie ist die Lage? Wie sieht die Wette aus? Ja, die Lage ist hervorragend. Danke, Olli. Ich muss noch mal zu euch beiden, weil ich nämlich Furchtbares in der Gala gelesen habe. Da musste ich nämlich lesen, dass ihr zwar anders als die Brüder Klitschko nicht nur miteinander auftretet, sondern nur deswegen miteinander auftretet, weil es euch eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Die Trennung ist vollzogen. Was wir heute sehen, ist im Grunde nichts mehr, was die Menschheit noch glauben kann. Deswegen frage ich natürlich... Du siehst es doch. Wir sitzen beide hier auf der Couch. Und wir sind zusammen. Ehrlich, ihr seid zusammen. Das ist doch ein Beweis, oder? Das ist ein Beweis. Na ja, doch, ich meine... Also, das ist doch ein Beweis. Nein, also das ist alles... Also wir sind einfach zusammen. Ihr seid zusammen, bleibt zusammen. Wir sind zusammen und bleiben auch zusammen. Heute wäre die Chance zu sagen, also gut, dann erzählen wir es gleich, dann brauchen wir sie in der Zeitung zu lesen. Das war's. Oder ihr sagt, ihr könnt ja auch verloben hier zum Beispiel, dann glauben wir es natürlich noch mehr. Ja, das, also ich meine, das ist natürlich so, ich meine, Nadja ist jetzt sehr, sehr viel unterwegs und deshalb glauben natürlich die Leute, wenn ich abends mal in der Disco stehe und da stehen ein paar Mädels um mich rum, dass da gleich Krise ist. Aber ich weiß ja, ich meine, also das wirst du jetzt wahrscheinlich auch machen. Um mich stehen keine Mädels rum, wenn ich in der Disco stehe. Ehrlich? Wer steht denn da rum? Nur Papierflaschen. Nein, also, das ist... Und nein, aber ich meine, sie ist zusammen mit vielen Schauspielern, aber ich weiß, sie ist mir treu, ich bin ihr treu, ist alles bestens. Also, ja, gut, also das war... Originalton, ich bin ihr treu und wir sind uns treu und ich würde dir auch treu sein, sonst gibt's was um die Ohren hier. Und die beiden, wie ist das bei euch? Ich meine, wenn eure Frauen, du bist verheiratet. Du bist verheiratet, ja. Eifersüchtige Frau? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber ich meine, du kommst ja zu nichts anderem außer trainieren und du bist noch zu haben, nee, du hast eine feste Freundin? Nein? Keine feste Freundin? Keine. Aha. Die Seele ist frei. Oh. Die Seele ist frei. Nadel, du bist angenagelt hier. So, du bleibst da. Ja, und mit diesem Österreichisch, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Sprichst du perfekt, könntest du sozusagen bewerten, ob ich es kriege oder nicht? Denn ich kann natürlich nicht richtig, das gebe ich zu. Ich habe mein Österreichisch gelernt im Minizip. Das Einzige, wo ich immer zuschaue, ist diese Sendung, bitte, bitte, liebe Kinder. Und dann würde ich also versuchen, in diesem Ton am Ende der Sendung ein wenig das Gefühl zu vermitteln, nicht wahr, dass es mir gelingen könnte. Okay, gut. Also, noch ist meine Wette nicht verloren. Aber fachkundiges Publikum, ich habe nur gedacht, ich wäre ausgepfiffen. Also, ich stehe entspannt und warte, wie es ausgeht. Das Schiffchen wird jetzt in Position gebracht. Es dauert offensichtlich noch ein bisschen im Lindauer Hafen. Deswegen die nächste Frage. Musikalisch haben wir besprochen, fernsehmäßig haben wir besprochen. Ich weiß nun, dass es auch einen Kalender von dir geben wird. Also, so ist es. Ja. Und war da, auch alles, also gut, es war alles vorher geplant. Seit, ich würde mal sagen, Februar, März ist es geplant worden. Kommt jetzt raus, ab 1. November. Kann man meinen Kalender kaufen. Also und das sind wunderbare, wunderschöne Fotos, sehr ästhetisch. Ich habe schon gesehen. Also ist schön, also ja. Also ganz toll. Also im Dezember hast du gerade den Wintermantel ausgezogen. Und so ist es, genau. Sie also hat immer quasi alles ausgezogen. Sie hat immer alles, also... Nein, es ist eben halt ein bisschen verdeckt, ein bisschen naturaler und sehr erotisch. Ja. Und sehr so, stilvoll. Dein ganz Papa toll. Ist ja ein strenger Muslim. Kriegst du zu Hause Ärger, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? War mal vor einem Jahr, da wurde nicht miteinander gesprochen, aber hat sich alles wieder zum Positiven hingewandt und jetzt ist alles kein Problem. Kein Ärger zu Hause, die beiden sind verliebt, dann können wir beruhigt nach dem Tippeinsatz fragen. Glaubt ihr denn, dass es funktioniert, dass die beiden mit diesem Bleistift dieses Markstück treffen? Es ist ein großes Schiff, es ist ein schwieriges Unterfangen, ja oder nein? Also wir wünschen den beiden viel Glück, also dass das alles klappt da, aber also es sah ziemlich schwierig aus und mit Wellen und Pipapo, also Nadja kennt sich ja ziemlich aus, die ist immer auf Mallorca, wenn das da so wackelt und so. Also ich würde eher sagen nein. Also Dieter sagt nein, du schließt dich an, du darfst doch widersprechen. Keine Chance, ich kenne mich auf den Wellen aus. Gut, mit meinem Wetteinsatz komme ich später,
Vielleicht muss ich ja Dieter auch für einen Playboy ausziehen oder in sowas. Jetzt schauen wir erstmal, wie die Wette läuft. Sie sagen auf jeden Fall nein. Ja. Und natürlich werden meine Kapitäne sagen ja. Deswegen, Olli, wenn ihr soweit seid, bitte das Kommando. Ja, wir sind soweit, mehr oder weniger. Es ging im wahrsten Sinne des Wortes daneben, aber das ist eben die Alternative, die es bei Wetten nur gibt. Gewinnen oder verlieren, in diesem Fall nicht mit dem Stift, sondern mit dem Finger ins Licht angeknipst. Schönes Bild, aber trotzdem Wette verloren. Der nächste starke Mann bei uns in der Show, er ist seit 42 Jahren verheiratet, Meisterleistung, ist Vater und sogar zweifacher Großvater. Sein Sexappeal ist ungebrochen, sein Welt... Nur ist gut, nur ist gut, nur ist wieder gut. Verwöhnt mir den Jungen hier bitte nicht unnötig. Ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Nie beleidigen, meine Bruder, wieder. Wieder. Hallo, Stefan. Hi. Großartig, oder? Großartig, gell? Ja. Du darfst auch hier den Puffer machen. Bitte? Bitte was? Wir werden, das ist für mich das Allentscheidende. Guck dir das mal an. So viele Kameras hast du im Leben noch nicht gesehen auf einmal. Könntest du dir vorstellen, dass du eines Tages auch mal hier sitzt mit einem netten Anzug, mit Krawatte und Samstagabendunterhaltung machst? Kann alles möglich sein. Ich plane das nicht voraus, das kommt so, wie es kommt. Und das hängt immer davon ab, ob ich mich da wohlfühle. Das ist ein bisschen ungewohnt heute für mich, dass meine beiden Leibwächter vor mir auf die Bühne kommen. Und mit Dieter kenne ich auch schon lange, also fühle ich mich eigentlich heute Abend sehr wohl. Mit Dieter verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Aber eines muss man ihm lassen, Dieter ist hart im Nehmen. Das ist richtig. Schon fast einmal so, was mich an Dieter so beeindruckt ist, Dieter hat ja alle Frauen an seiner Seite. Ja, hallo. Ist in Ordnung, Thomas. Gibt's hier vier Damen, die freundlicherweise immer Thomas rufen, wenn da hinten jemand Dieter ruft, ja? Nein, Dieter finde ich so großartig, weil Dieter irgendwie alle Frauen in seiner Karriere, die an seiner Seite waren, zu Stars gemacht hat. Da Verona, Nadel, Thomas Anders, alle waren dabei. Alle. Ja, ja. Okay. Großartig. Ich bin ja noch am Testen. Bist du nur im Fernsehen frech oder ist es dein Charakter? Wir Ministranten haben ja alle so ein Problem. Wir waren beide Messdiener. Ja, schon im Kindesalter gesagt, dass es da sowas wie Zölibat gibt. Und dann habe ich gedacht, nee, mache ich wie Dieter Bohlen. War nicht so deine Sache. Die Fans, die fragen mich ja auch immer, sag mal, ist der immer so der Typ oder so? Und das wird man ja also gerade früher auch bei Viva, weil er ist ja immer sehr frech und so. Nein. Und hat ja auch immer über Modern Talking und so weiter. Aber ich kann nur allen Leuten ich sagen... Ich habe nie Witze über Modern Talking gemacht. Naja, so ein bisschen. Im Leben nicht. Und aber bei ihm ist das wirklich so. Also sobald die Kamera aus ist, ist Stefan eigentlich total lieb. Sobald die Kamera angeht, stimmt, geht er sofort an die Wäsche. Nur mach ihm nicht das Image kaputt. Nein, der Dieter merkt das nur nicht nachher, dass das immer noch weitergeht. Ich muss immer aufpassen, dass er mich auch noch anfängt, Nadel hier abzulecken. Hast du Haralds Leckattacke gesehen? Hast oder? Du das gesehen? Oder hast du es nicht gesehen? Was warst du? Der hat dich abgeleckt? Nein! Nein! Hat mich nicht abgeleckt. Nein! Nein! Nadel, gar nicht so schlimm. Was hättest du gemacht, wenn der mit der Langzunge gekommen wäre? Ich hätte gelacht. Ehrlich? Ja, wirklich. Dann machen wir wieder Platz weg. Ich fand das wirklich witzig. Also es kam gut rüber. Ja. Wirklich. Also kam sensationell rüber. Hast du seine Zunge mal aus der Nähe gesehen? Nein, habe ich nicht. Siehst du, dann weißt du gar nicht, was du da sagst. Nun wollen wir auch sein Lichtchen hier unter den Scheffel stellen. Du hast ja, was mir beispielsweise völlig fehlt, auch eine musikalische Begabung. Hitparaden erprobt der Mann. Ja, das ist also auch zweifelhaft, oder? Auch zweifelhaft. Diese musikalische Begabung. Ja, du sprichst da ja aus Erfahrung. Also unseren Grand Prix-Erfolg, in Anführungszeichen, haben wir dir zu verdanken. Ja. Dann auch für die Kinder das Lied mit der Maus. Ja, aber so viel war das nicht. Also für Österreich habe ich schon mal Platz 5 hingekriegt. Echt? Ja. Nein, das Lied mit der Maus, da war das ja so, dass die Boxer, die haben ja immer so Einmarschhymnen. Und das Lied mit der Maus war eigentlich als Einmarschhymne für Axel Schulz gedacht. Hier kommt die Maus, hatte ich gedacht, passt. Gemein. Habt ihr schon so Hymnen? Ich meine... Wir haben doch eben gerade eine. Ja, aber so, es gab ja, also, der Maske konnte ja gar nicht mehr auftreten ohne da, 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 da. Habt ihr euch da musikalisch schon festgelegt, oder? Ich kann nicht gehen zum Reden, können simply the best. Simply the best. Ja, weil the best ist nicht da, muss ich schon da sein. Ja. Und also darüber haben wir schon lange gedacht auch. Und, Dieter, schreibt doch mal. Hoffentlich kommt bald schon was. Ja.
Dieter, also wir sind da und... Ja. Dieter, aber eins muss ich sagen, Sherry, Sherry, Lady passt da nicht. Ja, das stimmt. Okay. Er muss schon ein bisschen zur Sache gehen. Vielleicht Wladimirs Cadillac. Ich habe gerade darüber gesprochen, Herr Lüder. Ja, Wladimir Cadillac, habt ihr schon? Ja, das ist sicher, dass ich irgendwie vielleicht eine schöne Hymne und so... Du machst doch Gegenangebot. Ja. Also, das glaube ich passt ganz gut, also, finde ich. Ja, ich mache mal einen Vorschlag. Ich höre mir erstmal das von Dieter an. Das ermutigt mich dann mal. Und dann legst du nach. Ja. So, jetzt, apropos Mut. Bist du... ein schwindelfreier Mensch? Bist du Dachdecker? Fähigkeiten? Ja, es geht so. Also das kommt immer auf die Situation an. Wenn der Gegenstand, auf den ich klettere, relativ dünn und hoch ist, dann habe ich die Hosen voll. Und wenn der aber breit und hoch ist, dann ist es nicht mehr so schlimm. Also bei Nadel hättest du die Hosen voll, dünn und hoch. So, hier käme jetzt unsere Wette. Johann Brenner. Und wenn ich also nicht recht haben sollte, dann setze ich mich genau in die Mitte zwischen Wladimir und Vitali. Und dann in die Klitschko. Was? Klitschko. Klitschko. Ist die Mitte. Ja, in die Mitte. Dann setze ich mich genau in die Mitte von den beiden und dann spiele ich ein Ständchen, ein sogenanntes Rabigramm für Wladimir und Vitali. Oh oh, oh oh. In der Höhle des Löwen. Ja. Na gut. Danke. Okay. Tschüss. Ich finde, die Wette war auch aus psychologischen Gründen ganz wichtig, dass sie gewonnen wurde, weil, Stefan, jetzt bist du dran. Hatte ich nicht gesagt, dass er das schafft, hatte ich doch gesagt. Naja, ja, komm. Hatte ich nicht. Beißt ihm seine kleine Ukulele weg. Ja, ich habe so ein kleines Instrument, weil ihr seid größer, ihr habt Gitarren, ich habe sowas. Dazwischen hast du gesagt. Habe ich dazwischen gesagt? Du hast dazwischen gesagt. Ja. Meine Damen und Herren, ja. So. Was ist du singen? Falls hier. Was darf ich machen? Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich bin zwar. Okay. Könnt ihr dem Dieter Bohlen mal gepflegt den Arsch versohlen? Die gleichen Lieder, drum brecht ihm alle Glieder. So. Meine Freunde. Ja, genau. Punch ihn. Hab schon gesagt, heiße Show. Brenner gerade auf der Leiter. Burning down the house. War ja schon einmal da, leider alleine. Familie Klitschko. Guten Abend. Dieter Bohlen. Nado. Hi. Ja, thanks. All right, perfect. Well, nice. Bitte schön. Ich krieg das. Oh, ich darf sogar. Haha. So. Willkommen. Hast du Armdrücke machen? Natürlich. Tochter von Muhammad Ali hat, glaube ich, gerade. Die hat gerade geboxt, oder? Gegen ein Mädchen, ja. Ja, genau. Findet ihr Frauenboxen okay? Also die hat geboxt gegen ein Mädchen und gewonnen, aber ich glaube, die haut sehr hart, aber... Kratzen würden offensichtlich. Aber du greifst zu den Waffen der Frau und machst das alles verbal. So ist es. Richtig. Aber noch eine Frage, war das eigentlich in dem Ausschnitt, den wir eben gesehen hatten, diese Chinesin? Ist die, das hörte sich für mich so an, als sei die von Verona Feldbusch synchronisiert worden. Nein. War sie nicht. Die kennt er nicht. Ach, du kennst Verona Feldbusch? Nein. Nein. Ja. What? Das ist jetzt zu schwierig, das Verona, zu erklären. Verona. Musst du nicht mit Dieter gleich machen. Who is Verona? Who is Verona? Diese Frage wird in Amerika noch öfter gestellt als Who is Miss Stanky. Also insofern keine Dings. Ist auch nicht angekommen. Also gut. Jetzt kommt eure Wette. It's the culture clash. Okay. Was ist? Okay. I'm gonna laugh anyway. You don't have to. Wir können ja mal lachen. You don't laugh, you bet. Jetzt kommt die Mineralwasserwette. Ja, ja. Christian Balber aus Sebenstein. Okay. Der wird immer attraktiver.
Ja. Erstmals. Oh. Ja, ja, ja. Okay. Alle. Noch einer. Noch einer. Alle guten Dinge sind drei. Nein, nicht auf die Haare. Nein. Nein. Jetzt. Los, endlich können wir ihn mal. Das ist eine Belohnung für den. Kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Bei Nadel vielleicht? Nein, auch nicht. Also, pass auf. Gut. Okay, nein, weiter geht es nicht. Okay, here's one open. Hier ist noch einer, der ist schon offen. Das klingt, der hängt gleich beide Beine hin hier. Also, wir machen noch einen. Komm, ich brauche doch noch ein Souvenir für Dieter. Nicht der. Mit den Streifen dann. Verdient hat er es nicht. Achtung. Eins, zwei, drei. Ja! So, super. Gut, jetzt ist es. Aus, aus. Noch einmal David Bowie. Können wir den nicht machen? Ja. Bitte. Ground, ja, ja, ja. Ground Control to Major Tom. Jetzt wird es bei uns vom Niveau her gewaltig ansteigen, denn wir haben jetzt... Ach so, wir haben was ganz anderes, eine Wetteinlösung. Ah ja, wollte das Niveau anheben, wieder nichts. So, wir gehen jetzt kurz zu unserem Auto. Das ist eine Geschichte, die ich völlig vergessen habe. Sie erinnern sich, in Mallorca haben... Herzlich willkommen, die Gebrüder Klitschko, Dieter und Nadel, Hugh Grant und Liz Hurley. Vielleicht können wir ein bisschen moven. Dankeschön. Herzlich willkommen. So. Haben Sie schon Angst gehabt um Haare? Im Moment ist... Und hier passiert doch dasselbe, oder? Ja, ich weiß schon. Ich ja auch nicht mehr. Ich versuche schon gar nicht mehr die Wahrheit zu erzählen. Ja. Aber das ist einfach, bei mir kann es ja keiner kontrollieren. Dieter Bohlen schreibt Musik und hofft, dass er Nummer 1 der Hitparade wird. Schreibt man als Autor auch für einen kommerziellen Erfolg oder geht es Ihnen immer nur darum zu sagen, ich muss das im Moment jetzt schreiben, ja, egal ob es ankommt? Ja. Nein. Halt, oder? Dieter? Ja, in der Schule früher. In der Schule? Nadel? Matilda Grass gelesen, oder? Wie bitte, das habe ich gerade nicht zugehört. Ach so. Ich war gerade an der Matilda. Abgelenkt, das ist, so ist das eben. Abgelenkt war ich. Genau. Bitte? Grass. Grass? Ist das mit den lustigen Mäusen? Ja. Voll Grass, sagt mein Sohn immer. Nein, klar, also. Ich habe Grass, ich verschlinge Grass geradezu. Ich liebe Grass. Grasfresser. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Ich schwöre. Ich glaube, ich weiß es nicht. Die beiden Herren sind Boxer. Wir haben gerade vorher gehört, dass inzwischen Frauen gegen Frauen boxen. Es gab einen Boxkampf, wo ein... Gellen. Art und Weise vorgetragen von einem jungen Mann aus Italien, nämlich der behauptet mit... Hat. Liebes ZDF, ich wette, dass ich alle Modern Talking Hits auswendig vortragen kann. Top, die Wette gilt. You can win if you want. La 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 Geronimus Cadillac la 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 Brasalui la 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 Cherry Cherry Lady la 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 Atlantis is calling la 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 You're my heart. Jawohl, so. Sie sehen, was da alles möglich ist. Ich hoffe, Ihnen fällt mehr ein als Herrn Brinkmann. Hier folgende Adressen. Sie mir das antun können, diese blöde Wette ist aber noch verloren. Gut, okay. Meine sehr verehrten Zuseher im österreichischen, im deutschen und im Schweizer Fernsehen, wir sind fast am Ende unserer Sendung angelangt. Und ich möchte jetzt nicht versäumen, den Landeshauptmann und die Landeshauptfrau herzlich zu begrüßen. Und möchte sagen, wir haben es fast geschafft. Wir warten nur auf das Ergebnis unserer Saalwette, liebe ZIP-Zuschauer. Und natürlich der Tätig. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich meine, das ist für mich eine ganz neue Situation jetzt hier im ORF. Und das Landesstudio wird natürlich zuschauen. Und der Herr Intendant, guten Abend, küsst die Hand, Herr Professor, wird nun sagen, bitte kann der Mann das? Ist er überhaupt in der Lage, eine solche Sendung durchzustehen? Hammer, sind wir soweit? Was ist denn? Macht's heute ein bisschen schneller. Ich bin aus der Sprachenasse gehabt. Danke sehr, herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Servus. He was very tired, the poor man, but now you did it. Vollende. Gut. Das ist unser Schlussbild. Hier sind Sie alle, herzlichen Dank. Burning down the house. John Jones and the Cardigans, hier sind Sie alle.
Wir sehen uns wieder am 13. November im Estrel Convention Center in Berlin mit Tina Turner, Celine Dion, Letizia Casta, Marius Müller-Westernhagen, Gerhard Polt und vielen anderen. Für heute Dankeschön, auf Wiedersehen. Servus Österreich, danke und ciao, ciao in der Schweiz. Auf Wiedersehen.